Guten Morgen alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserer letzten Webinar dieses Woche. Wir haben recht viele Webinars hinter uns vom 3D Ceram mit Keramik, Form Labs mit die SLA Druckung. Haben wir Mark Forge und Robos. Und heute sprechen wir über 3D-Scannen digital Lager und Vermeidung von Unterbrechung der Lieferkette und wie 3D-Scannen kann Ihnen helfen. Und das zusammen mit Artec 3D selber. Ich bin Philipp Pinkert, Executive Director vom 3D Model. Ich würde die erste Teil hier übernehmen. Weiters haben wir der Herr Amon Joos, auch Technical Director von der 3D Model. Er hat ein großes Know-how mit dem 3D Scanning und ist würde auch später die Ansprechperson bei der 3D Model, wenn es geht um 3D Scanning. Und wir haben Vanmin direkt vom Artec auch bei uns, Deployment and Technical Support vom Engineer. Er wird uns auch heute ein Demo geben vom der Artec Ray. So, kurz ein bisschen, was der 3D Model hat als Portfolio. Wir haben viele Geräte, viele Technologie von verschiedenen Herstellern, von Mark Forge, Robos, 3D Systems, Form Labs haben wir, mit viel verschiedenen Baugrößen, viel verschiedene Material und bestimmt ein passendes Gerät, das passt in Ihr Budget. Wir haben nicht nur Geräte in Additive Manufacturing und Functional Prototyping, aber auch Gerät für die Industrie. Auch wieder bei Mark Forge, Robos, 3D Systems und 3D Ceram. Hier arbeiten wir auch mit verschiedenen Kunststoff und auch sogar Metall. Und wir haben vieles gelernt diese Woche, wie die 3D-Drucktechnologie kann uns helfen, auch in schwierigen Zeiten, aber auch in guten Zeiten. Es ist auch wichtig zu wissen, der 3D-Druck ist nur ein Teil von unserer Technologie, das wir können offerieren. Und heute werden wir sprechen wirklich über 3D-Scanning dazu, auch Software in Zusammenhang mit dem 3D-Scanners. Weil es ist auch wichtig zu wissen, wie kriege ich auch Daten, wie erstelle ich die Daten. Die Fertigungstechnologie hat sich in den letzten 100, sogar 50 Jahren sprunghaft verändert. Wir sind vom Fließband zu Produktionszellen, Handwerkzeugen zu CNC-Bearbeitungszentren übergegangen und überlegen derzeit, wo und wie die Automatisierung in unsere Fertigung passt. Wir haben im letzten Jahrhundert einen langen Weg zurückgelegt. Gleichzeitig hat sich aber auch vieles nicht geändert. Wir gießen immer noch Metall in Formen und in Ausfallzeiten bei der Hersteller zu vermeiden, müssen wir immer noch müssen wir immer noch umfangreiche Bibliotheken mit Werkzeugen und Ersatzteil führen. Die Mindestbestellmengen sind immer noch hoch und die Vorlaufzeiten sind lang, insbesondere bei Teilen mit geringem Volumen wie Werkzeugen und Vorrichtungen. Eine Sache, die sich ständig ändert, ist der Druck, unter dem wir stehen. Mit der Verbesserung der Technologie steigen auch die Anforderungen intern und extern Kunden.
zu immer geringen Kostenzielen führen. Unsere Kunden, die die Scanning-Technologie einsetzen, sehen in mehreren Teilen ihres Unternehmens eine Effizienzsteigerung, erhöhte Prozessgeschwindigkeit, häufig in Zusammenhang mit Schnelldaten zu erfassen, reduzierte Ausfallzeiten, höhere Erträge, Verbesserung das Design, um effizienter zu sein. Die Vorteile gehen über die Effizienz vom Design und Bauteile hinaus und verändern die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte machen. Mit niedrigen Produktionskosten können die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Talentierte Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kann sich auf hochwertige Jobs konzentrieren. Die haben auch einen höheren Gewinnspann. Die können schneller auf den Markt kommen, indem die Zykluszeiten für die Produktentwicklung verkürzt werden. Die erhöhen die Agilität. Die reduzieren die Ausgaben für Inventur, indem sie auf ein digitales Inventarmodul umsteigen. So, zu den ersten Beispielen vom 3D-Scanning. Wir haben hier die Black Panther. Wir kennen die ganze Marvel-Geschichte. Das war ein Lexus vom West Coast Customs und zeigt dank Artec. Ja. Die Zusammenfassung: der weltberühmte Auto-Customizer West Coast Customs tat sich mit Marvel Studios zusammen, um ein Lexus 500 in ein einzigartiges Designfahrzeug für den Film Black Panther. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben diesen Film gesehen. Und das Ziel war, mit einem Artec-Ewe den gesamten Lexus in weniger als einer Stunde digital zu erfassen, die Scans dann in Artec Studio nachzuarbeiten und aus dem 3D-Modell eine ganze Reihe Modes zu erstellen, so verschiedene Variante. Und West Coast Customs hat der Artec Ewe verwendet, ein Professional Farb 3D-Scanner, das kann mittelgrößer zu größer Objekt mit bis zu 0,1 mm Punktgenauigkeit erfassen. Später haben die Geomagic Design X und SolidWorks benutzt, um es digital zu bearbeiten, um die Entwürfe in die Realität umzusetzen. Zweites Beispiel ist die Verbesserung, die Fertigungsprozess zusammen mit Artec, aber auch mit dem Software Geomagic Control X. Es ist so, hier haben wir mehrstufige Fertigung, kann Prozessabweichung führen. Das kennen wir von unserer ganzen Produktion, wenn wir produzieren. Was wiederum ungenaue Endteilergebnisse nach sich zieht. Korrekturuntersuchungen sind schwierig, wenn nicht ein systematischer Ansatz mit dem richtigen Werkzeug verfolgt wird. Das Ziel: Einsatz eines Artec 3D Space Spider Scanners und der Mess- und Qualitätsmanagement-Software Geomagic Control X von 3D Systems vom Gesamtkosten und Projektzeit zu reduzieren, die Genauigkeit zu erhöhen und die Erwartung der Gießerei mit minimierter Versuchszahlen zu übertreffen. Ja. Dadurch Ergebnis oder was wir sehen hier, wir müssen das Objekt scannen, wir modellieren. Diese Firma druckt zuerst
die Wachsform raus. Dieses Wachsform, wenn die scannen zum Überprüfen von Genauigkeit, oder dann geht es zu der Casting und von der Casting auch nochmal überprüft. Ja, oder denn die Endprodukt nochmal überprüft. Und hier haben wir ein Ergebnis von einer Verfeinerung des additive hergestellten werkzeuglosen Musterprozess mit 3D-Scannen und Prüfnetz führt zu Verbesserung Ergebnis bei Minimaliteration. Die möchte gern nicht 10-mal das überprüfen, 10-mal versuchen. Und dadurch mit dem 3D-Scannen hatten die eine Iteration vom 1. Die andere Ergebnis ist, die hatten 27% Kostensenkung bei einer 10%igen Steigerung der Gesamtgenauigkeit. Die haben auch eine enge Zusammenarbeit mit einer Gießerei und Analysis des Gießprozess, wobei die fertigen Teile die Erwartung der Gießerei mit Minimaliteration überprüft. Wieder bei 1. Weiters ist, die hat eine 14% höhere Genauigkeit der Endteile. Und bei der Reduzierung der Schlichtkosten durch Reduzierung des Sekundärbearbeitungsvorgänge. Die nächste ist, das ist auch hier in der Schweiz von der Bachmann Formen Group. Die hatten vorher einen Arbeitsprozess von 20 Stunden und könnten das in eine Stunde reduzieren. Die Zusammenfassung: Angesichts der steigenden Nachfrage nach seinen Produkten mussten ein Schweizer Lebensmittelverpackungshersteller Zeitaufwand und Kosten für intelligente Verpackungslösungen für Schokoladehasen und Weihnachtsmänner drastisch senken. Das Ziel, ganz einfach, die Produktionszeit, Kosten und Herausforderungen bei der Erstellung neuer Verpackungen zu reduzieren und den gesamten Prozess von 20 Stunden auf einen Bruchteil der Zeit zu reduzieren. Was haben die eingesetzt? Die haben der Artec Space Spider. Durch den Einsatz der Artec 3D Scanner entsteht das perfekte Passsitz für die Schokolade. Der Hase erhält eine wie angegossene sitzende zweite Haut als Verpackung. Dadurch das Ergebnis schneller, preiswertiger und präziser. Jörg Nussbaum von der Bachmann Formen sagte, bevor wir den Space Spider hatten, mussten solche Arbeit extern vergeben werden, was sehr zeit- und kostenintensiv war. Weiters haben wir die 3D-Scannen für Handprothesen. Ja, hier haben wir eine deutsche Firma, Prosthetik-Spezialist, entschieden für die 3D-Scannen, um einen hochfunktionellen neuen Arm für eine seiner Patienten zu entwickeln. Das Ziel mit einem tragbaren 3D-Scanner, den Restarm des Patienten zu scannen, dann das lebensecht 3D-Modell durch modernste Technologie zu herstellen, einen gedankengesteuerten bionischen Arm mit Hand zu nutzen. Das haben die mit dem Artec Eva. Was hier sehr interessant ist, auch nochmal das Ergebnis. Das Ergebnis ist, die Krankenkassen haben beschlossen, bundesweit die Kosten für 3D-Scans und Drucke von Prothesen zu übernehmen, da dieses Verfahren den traditionellen Methoden der Orthesen- und Prothesenherstellung überlegen sind. Die Entscheidung kam nicht nur deswegen zustande, weil 3D-Scans auf Kurzsicht kosteneffektiver sind, sondern auch wegen der langen Lebigkeit der Produkte.
Sie bieten dem Patient ein hohes Maß an Komfort und Mobilität, sowohl bei der Untersuchung und Anpassung als auch im Alltag bei der Wartung. Die Krankenkassen sind sich klar darüber, dass 3D-Scanning die Zukunft der Orthopädie und Prosthetik ist. So bei ARTEC 3D gibt es viele verschiedene Scanners für die verschiedenen Anwendungen. Hier haben wir klar nicht, es ist nicht so, dass ein Scanner kann wirklich alles scannen. Es gibt Scanners, das kann in gewisse Applikationen besser, kann besser vorziehen. Und der erste, das wir haben im Produktportfolio, ist die ARTEC Leo. Handgeführte, sogar drahtlos. Ist eher gut für mittelgroß Objekte. Punktgenauigkeit bis zu 0,1 mm. Wir haben eine Auflösung bis zu 0,5 mm. Der nächste, der ARTEC Space Spider. Das ist auch ein handgeführter 3D-Scanner. Ist eher für kleine Objekte. Hier haben wir Genauigkeit von 0,05 mm. Auflösung von 0,1 mm. Weiters ist, wir haben auch die Desktop ARTEC Micro, und der ist für sehr kleine Objekte. Genauigkeit bis zu 0,01 mm und Auflösung bis zu 0,029 mm. Weiters ist, wir haben der ARTEC Array, für große Reichweite, so für groß bis zu sehr groß Objekte. Und Genauigkeit 0,7 mm at 15 Meter. Auflösung bei 0,0125. ARTEC EVA und ARTEC EVA Lite, die sind beide handgeführte 3D-Scanners. Der ARTEC EVA kann auch mit Farbe scannen. Der ARTEC EVA Lite keine Farbe. Die beiden können so mittelgroße Objekte scannen, Genauigkeit bis zu 0,1 mm, Auflösung bis zu 0,5 mm. Daher habe ich kurz ein paar Beispiele gegeben und gezeigt ein paar Scanners. Aber ich denke, es ist immer sehr interessant, wirklich euch ein Demo zu geben, zum zeigen, wie das Scanning funktioniert, wie einfach es kann auch sein. Und dafür will ich jetzt die Präsentation rübergeben zu Armand Jons. Armand, bist du da? Ja, hallo, meiner Seite auch. Dann würde ich meinen Bildschirm stoppen und dann kannst du deins jetzt starten. Gut. Ich willkomme euch auch an diesem Webinar. Ich möchte hier erstmal starten mit einem Video, das ich aufgenommen habe. Das zeigt, wie so ein Scan-Ablauf vom ARTEC Spider funktioniert. Wir sehen erstmals, der Scanner hat hier die Temperaturanzeige. Der ARTEC Spider braucht etwa 4 Minuten bis 5 Minuten, um warm zu werden. Dann haben wir die Möglichkeit, hier Geometrie oder Textur aufzunehmen oder nur die Geometrie. Wir haben die Möglichkeit, den Boden automatisch wegzunehmen. Das schalten wir in diesem Moment mal ein. Dann sehen wir, wir nehmen hier mit 8 Bilder pro Sekunde auf. Das ist scannerabhängig. Beim Spider sind das 8 Bilder. Dann haben wir die Möglichkeit, das Depth of Field einzustellen, wie weit der Scanner sehen kann. Und für unser Testobjekt nehmen wir hier die Sensitivität ein wenig hoch, da wir ein bisschen spiegelnde Oberflächen haben, damit wir diese nicht einsprayen müssen, haben wir hier einfach die Sensitivität hochgenommen. Wir sehen nun schon, dass der Scanner den Boden erkannt hat und uns hier ein blaues Gitternetz zur Verfügung stellt, das uns anzeigt, wo der Boden ist. Im linken Rahmen sehen wir, dass wir die Distanz richtig eingestellt haben.
Dann können wir anfangen mit Scannen. Ich habe mich hier entschieden, das erste Mal ein Scan rundherum zu machen. Wir sehen nachher, wieso das so ist. Das hilft mir, die Daten besser zusammenzubringen, weil damit ich hier für dieses Objekt alle Seiten sehe, muss ich mehrere Scans machen und diese dann später wieder zusammenführen. Dann habe ich das Objekt gedreht, das gleiche Spiel nochmals gemacht. Das Ganze habe ich mit 3 Scans fertiggestellt. Wir benutzen hier einen Drehteller, den wir von Hand drehen können. Das ist nicht zwingend nötig, macht aber den Scan-Prozess einfacher. Das hilft einfach, dass man nicht um das Objekt herumlaufen muss, sondern es einfach drehen kann hier. Dann wichtig bei so einem Objekt ist, dass wir hier wirklich auch die Löcher schön scannen. Für das drehe ich das Objekt dann nochmals. So habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich alle Kanten oder Oberflächen sehe mit dem Scanner. Das ist ganz wichtig, damit wir nachher auch ein sauberes 3D-Modell zur Verfügung haben nach dem Scan. Gut. Ich öffne nun meine Artex-Software. Hier drin sehe ich jetzt, das sind die 3 Scans, die wir gemacht haben. Der erste war um die Achse rum. Der zweite und dritte war nur jeweils von oben. Damit ich hier jetzt das Modell überhaupt mal richtig positionieren kann, haben wir hier eine Funktion des Alignments. Es gibt die Möglichkeit, dies automatisch zu machen. Das funktioniert eigentlich relativ gut, solange Geometrie und Farbe da ist, funktioniert das sehr, sehr gut. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, mir die Teile hier zu positionieren und dann kann ich Referenzpunkte suchen. Diese müssen nicht allzu genau sein, weil die Software da nachher selber nochmals schön reinrechnet. Wichtig hier ist einfach, dass wir nicht Punkte nehmen auf der gleichen Oberfläche, sonst wird es schwierig für die Software, das schön zu positionieren. Nun, wenn ich mir hier Minimum 3 Punkte gesetzt habe, kann ich das Alignment durchführen. Wir sehen, das stimmt noch nicht ganz, jedoch hat die Software da nachgerechnet und legt das nachher schön übereinander. Auch das dritte Teil werde ich genauso positionieren. Wir sehen also, es ist ein sehr, sehr einfacher Prozess, der sehr, sehr schnell geht. Und so habe ich dann schon mal meine Positionierung gemacht und die 3 Scans sind am richtigen Ort. Jedoch haben wir noch kleine Fehler drin. Diese rechnen wir nun raus. Erstmals haben wir die Möglichkeit, hier noch mit einem Erase-Tool Fehler wegzunehmen. Wir können so Sachen hier drin löschen. Wir können auch ganz einfach einen Boden weglöschen. Das geht sehr, sehr schnell und einfach. Ich lasse diese Fehler hier mal drin. Ich möchte hier noch ein bisschen zeigen, was die Software hier daraus macht. Als nächster Schritt kommt die Berechnung. Ich rechne hier eine Global Registration. Hier ist einfach wichtig zu sagen, mit welchem Scansystem das wir arbeiten, weil das Einfluss hat auf die Einstellungen. Wenn ich die Global Registration rechne, wir sehen hier unten, das fängt an, das braucht ein kleines Moment. Was diese Registrierung macht, ist relativ simpel. Es schaut nochmal Bild für Bild an und schaut, dass die Bilder zusammenpassen. Wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, dass wir den Range verändern können, wie weit das geht, wie weit die Software schaut, um gleiche Punkte zu finden. Wir lassen das hier mal aber auf den Standardeinstellungen, die funktionieren im Normalfall sehr, sehr gut. Wir sehen die Rohdaten im Moment, sind wir hier knapp bei 1 Giga. Ich rechne hier mit fertigen Daten von circa zwischen 15 und 50 Megabyte. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man die Einstellung hier in der Software vornimmt. Auch wichtig für mich zu sehen, die Textur wurde hier mitgenommen. Das ist soweit wichtig,
dass wir die Textur brauchen, um zu rechnen. Einerseits sieht die Software die Textur mit und kann so Sachen besser positionieren. Andererseits ist es für gewisse Einsätze auch wichtig, nachher wieder eine Textur auf dem Modell zu haben. Bei diesem Modell und diesem Scanner beim Artex Spider haben wir jetzt eine Auflösung von 0,1. Das wird so auch erreicht. Meistens sind wir da noch genauer. Wir sagen aber auch ganz klar, dass dieser Scanner im Normalfall eingesetzt wird von Teilen bis zu etwa einem Meter. Größere Teile würden wir dann empfehlen, dann trotzdem mit dem Artex Eva oder mit dem Leo zu scannen. Diese Daten können dann aber wieder zusammengeführt werden. Wir sehen hier, die Berechnung ist nun durch. Das nächste ist ein Outlier Removal. Wenn ich diesen mal laufen lasse, dann werden kleine Fehler auf den Kanten Ausrisse, so auch die Fehler hier auf der Seite bereinigt. Und das gibt mir nachher einfach ein schöneres Modell. Auch dieser Arbeitsprozess dauert ein wenig, ist aber relativ schnell. Gesamthaft würde ich sagen, sollte es möglich sein, solch ein Objekt mit Scan und Berechnung in unter 10 Minuten fertigzustellen. Was wir gemerkt haben, ist oftmals, die Software kann relativ viel reparieren, wenn mal was nicht stimmt. Oftmals ist es aber besser, dass man einfach nochmal einen zusätzlichen Scan dazu nimmt. Das Schöne in der Software hier ist, unsere Original-Scan-Daten bleiben immer bestehen. Unsere neu gerechneten Daten, die kommen im Prinzip dazu. Also wenn wir zuletzt sehen, dass etwas nicht gut war, etwas gefehlt hat, haben wir einfach die Möglichkeit, nochmal einen Scan zu machen, diesen dazu zu laden, die Berechnung nochmals durchlaufen zu lassen und dann haben wir ein schönes Objekt. Das funktioniert aber auch 2-3 Wochen später noch, solange sich das Objekt nicht verändert. Wir haben nun gesehen, dass die meisten Fehler hier weggelöscht wurden. Es wurde also sehr, sehr aufgeräumt. Somit haben wir nun die Möglichkeit, eine Fusion zu machen. Und erst das ist eigentlich der Moment, wo wir die 3D-Punktewolke vom Scanner in ein wirkliches Polygonobjekt umwandeln. Hierzu haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Fast Fusion, eine sehr schnelle Fusion. Smooth Fusion, wie es der Name sagt, rundet ein wenig ab, rechnet hier auch nur auf einen Prozessor. Darum begreifen wir uns hier an der Sharp Fusion, die geht auf alle Prozessoren. Die macht auch härtere Kanten. Dann haben wir hier die Möglichkeit einzustellen. Standardmäßig sind wir bei 0,3. Wir belasten das mal so, um hier Zeit zu sparen. Wir haben die Möglichkeit, offene Stellen zu schließen. Ich habe das mal auf wasserdicht gestellt. Das wird mir solche kleine Öffnungen auch noch zumachen, weil da sind immer noch Daten da. Die sieht man hier auf der Vorschau aber nicht. Man hat aber auch die Möglichkeit, das nach einem Radius zu machen und sagen, man gibt den Minimum-Radius an, was noch, oder den Maximum-Radius, was noch geschlossen wird. Und der Rest bleibt dann offen. Das macht oftmals Sinn, wenn man in eine Flächenrückführung geht. Ich starte diesen Prozess mal. Auch der sollte nun nicht allzu lange dauern. Und dann haben wir bereits ein fertiges Objekt, mit dem wir weiterarbeiten können. Die ganze Berechnungszeit hier ist auch abhängig von der Rechnerleistung Ihres PCs. Es ergibt sich hier wirklich einen starken, einen guten PC zu benutzen. RAM wie auch Grafikkarte sind hier entscheidend und CPU kommt hier auch noch dazu. Sobald das Objekt fertig ist, was jetzt ziemlich schnell gehen wird, haben wir dann wirklich ein fertiges Netz. So haben wir ein fertiges Netz, das wir so auch weiter brauchen können. Dies können wir auch direkt schon exportieren. Wir haben hier die Möglichkeit, ein Mesh zu exportieren. Wir haben hier die Standardfunktionen wie ein STL, ein WRL, ein OBJ, ein PLY. Das sind die Formate, die wir kennen.
Wenn wir eine Flächenrückführung-Software benutzen, dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Design X einen Direktexport zu machen. Das Teil wird dann direkt in die Software exportiert und wir können da damit weiterarbeiten. Wir haben auch gewisse Möglichkeiten, hier in der Software Reparaturen vorzunehmen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich hier unschöne Flächen habe, habe ich die Möglichkeit, hier zum Beispiel mit einem Smooth Brush dies noch ein bisschen auszuglätten, dreidimensional. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn ich hier jetzt mal ein kleines Loch hineinschneide. Wir kennen das oftmals, wenn die Software dieses Loch schließt, dann haben wir hier, verlieren wir die Rundung, denn die Software nimmt einfach die Außenkanten zusammen und schließt das gerade. Artekat hier seit der Version 14 ein neues Tool beigefügt, das ist das Bridging. Beim Bridging ist es so, dass ich Kanten anwählen kann. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, der Rundung noch etwas nachzuhelfen, weil die Rundung wird hier schon automatisch erkannt. Wir sehen, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, das noch ein bisschen einzustellen. Dann bilden wir hier mal eine Bridge und sehen eigentlich, dass die Software die Rundung des Teiles wieder mitgemacht hat. So haben wir die Möglichkeit, schon kleine Korrekturen vorzunehmen auf dem 3D-Modell. Es ist aber auch zu sagen, dass die Artek-Software nicht unbedingt eine Software ist, um Modellierungsarbeiten vorzunehmen. Trotzdem haben wir gewisse Sachen, die wir hier drin machen können. Was wir auch machen können, ist, wir haben hier die Möglichkeit, Messungen vorzunehmen. Wir können zum Beispiel ganz einfach zwei Punkte setzen. Auch hier hilft die Farbe wieder mit. So haben wir die Möglichkeit, farbliche Referenzpunkte auf das Modell zu malen, um die Punkte sauber zu setzen und sehen dann auch schon die genauen Maße dazu. Auch haben wir die Möglichkeit, das über eine Oberfläche zu machen, wenn wir nicht die Luftlinie messen wollen, sondern wirklich die Oberfläche messen wollen. Zudem haben wir auch die Möglichkeit, hier drin zum Beispiel ein Volumen herauszumessen. Wir haben auch die Möglichkeit, eine CAD-Datei zuzuladen und mal zu schauen, was für Toleranzen wir da überhaupt haben. Ich lasse den Schritt mit der Textur aus. Das ist relativ einfach. Ich könnte hier anwählen, welche Texturen ich nehmen möchte. Ich habe auch die Möglichkeit, den Glanz zu reduzieren. Wir haben das oftmals gesehen, gerade auf Keramik oder sonst glänzigen Flächen sieht man im Prinzip das Licht vom Scanner, weil das Blitzlicht gespiegelt hat. Dann haben wir die Möglichkeit, dies hier zu reduzieren. Das heißt, die Software geht durch und schaut, welche Texturbilder sind überlichtet und ersetzt diese mit anderen Texturbildern, die sie gemacht hat. Und so können wir ein glanzfreies Objekt erstellen. Hierzu ist es ein bisschen zu sagen, dass die Zeit für die Berechnung einer Textur kommt ein bisschen darauf an, wie groß, wie hoch das Objekt aufgelöst ist. Im Moment sind wir hier immer noch bei 89 Megabyte. Wenn ich hier mal doppelklicke, sehen wir haben 760.000 Polygone. Wir könnten dies jetzt noch reduzieren, um eine Texturbeigabe zu verschnellen. Das sind im Prinzip die Arbeitsschritte, die wir hier drin vornehmen. Auf jeden Fall haben wir noch die Möglichkeit, das schön auszurichten. Aber das ist es dann auch gewesen. In dem Moment nehmen wir das Teil, gehen in unsere Software, die wir kennen, und können da mit dem Objekt weiterrechnen oder weiterarbeiten. Nun möchte ich euch aber nicht vorenthalten, auch mal noch den Mikro zu zeigen. Ich habe hier auch wieder ein Video erstellt. Ich nehme hier mal eine Default-Einstellung, gehe hier auf Komplex und lasse mal, ohne irgendwas einzustellen, den Scan starten. Wir sehen hier, dass der Mikro ist ein vollautomatisiertes System. Wir müssen hier im Prinzip eigentlich gar nichts mehr machen während dem Scanning.
es wird ein blaues Gitternetz projiziert. Dieses Gitternetz wird dann von einer zweiten Kamera gelesen. Auch hier wieder die Möglichkeit, die Farbe aufzunehmen. Wie schon von Herrn Binkert erwähnt, dieses Scanner ist wirklich gemacht für Kleinteile mit einer sehr hohen Auflösung. Und hier wirklich schön zu sehen, dass es wirklich ein autonomes System ist, wo wir nicht mehr eingreifen müssen während dem Scan-Prozess. Hier in schneller Abfolge mal, wie das aufgenommen wird. Und wir sehen dann auch schon live 1:1 die Aufnahme auf der Software. Und so haben wir schon einen guten Überblick, was für ein Modell wir bekommen oder zum Beispiel, was noch nicht sauber ist. Wir sehen hier oben fehlt uns noch etwas vom Flügel. Das hat damit zu tun, dass das Objekt ein wenig zu hoch eingestellt war. Wir sehen das hier oben, das abgeschnitten. Da könnten wir jetzt problemlos einen zweiten Scan machen, das Teil drehen. Dann hätten wir auch die Unterseite hier und könnten dann die Daten gleich wie beim Spider wieder zusammenbringen. Wir haben hier die schöne, oder das Schöne an der Artex-Software ist eigentlich, dass alle Scanner mit der gleichen Software arbeiten. Wir brauchen keine zweite Software, um irgendwas zu bedienen. Alle Scanner von Artex werden über das Artex-Studio gesteuert. Der einzige Unterschied ist im Prinzip hier der Leo. Der Leo ist so, dass das Scanning passiert auf dem Scanner selber. Wir können also diese Funktion vom Scan hier rauslassen. Alles, was wir hier drin machen, was wir hier sehen, sehen wir in diesem Moment auf dem Leo. Danach nehmen wir die Daten, kommen hier auch wieder zurück, bringen sie ins Artex Studio rein und können diese dann wieder bearbeiten. Gut, ich hoffe, das hat mal ein bisschen einen Überblick gegeben, wie so ein Scan vor sich geht. Ich werde jetzt zu Vadim weitergehen, der euch noch zeigt, wie das beim Artex Ray aussieht. Dazu stoppe ich mal mein Sharing hier. Vadim, bist du da? Ja, hallo. Also ich werde dann von hier übernehmen und ich werde Ihnen den Artex Ray Scanner präsentieren. So. Also wir haben ja heute in der Präsentation schon einige handgeführte Scanner von Artex gesehen. Wir haben den Spider gesehen, auch kurz über den EFA gesprochen. Dann haben wir auch den Micro gesehen, der ja für ganz kleine Objekte gedacht ist und ein Tabletop-Scanner ist. Und dann haben wir am ganz anderen Ende des Spektrums den Artex Ray. Das ist also ein Long-Range LiDAR-Scanner und der kann bis zu 110 Meter weit entfernt scannen. Also es ist schon ein Scanner für sehr, sehr große Objekte. Der wird eigentlich schon in sehr diversen Industrien angewendet. Wir haben zum Beispiel das Reverse Engineering. Da werde ich Ihnen gleich ein Case Study vorzeigen, was da mit dem Scanner so gemacht wird. Im Industrial Design haben wir einige Kunden, die zum Beispiel im Flugzeugbau arbeiten. Und dann wahrscheinlich, was noch ganz erwähnenswert ist, ist Art and Design, weil man mit diesem Scanner zum Beispiel ein komplettes Gebäude, respektive ein historisches Gebäude abscannen könnte. Und zum Beispiel auch miniaturisieren und herausdrucken kann. So, die Highlights vom Ray-Scanner ist natürlich als allererstes die sehr große Scan-Distanz bis zu 110 Meter weit weg vom Scanner. Und dadurch kann man sehr große Räume, Gebäude, Fabrikhallen ziemlich schnell abscannen. Die Daten kommen sehr sauber heraus, also sehr, sehr wenig Rauschen. Und die Genauigkeit ist auch sehr, sehr hoch, also Submillimeter. Wenn man dann mit dem Ray auf ziemlich nahen Distanzen scannt, sagen wir bis zu 15 Metern, dann bekommt man auch eine sehr hohe Auflösung, die eigentlich vergleichbar ist mit dem Artex EFA-Scanner. Den Scanner kann man steuern mit der Artex Studio Software, die wir vorhin gesehen haben. Also die Artex Studio Software, die mit dem Space Spider funktioniert, funktioniert genauso auch mit dem Ray. Wenn man aber mehr portabel sein will, dann nimmt man am besten die 3D-Scanning App
Und die kann man auf iOS, also iPhone, iPad und so weiter benutzen und auch auf Android. Dann kann man per App, per Wi-Fi den Scanner steuern und so komplett auf Batterie, also komplett kabellos scannen. Wir fangen mal an mit einem Case Study. Und zwar wurde hier der Ray benutzt auf einer Öl- oder Gasplattform. Und da ging es darum, ein Rohr einzuscannen und dann komplett zu ersetzen. Es war eine Art Reverse Engineering, weil einfach die Pläne von diesem Rohr gefehlt haben. Das Rohr ist riesengroß, das sieht man auch hier. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, dass eine Kombination von zwei ATEX-Scannern benutzt wurde. Und zwar wurde mit dem Ray das Rohr von einigen Blickwinkeln abgescannt, weil der Ray macht sehr, sehr genaue Daten. Den kann man vertrauen. Und dann wurde mit dem Leo, wurden alle fehlenden Bereiche abgescannt und die Leo-Scans wurden auf die Ray-Daten drauf gemappt. Das heißt, die Ray-Daten haben eigentlich als Genauigkeitsskelett gedient. So, hier sehen wir dann eigentlich auch praktisch das Endresultat, also links das Endresultat vom ATEX-Scan, von den beiden Scannern kombiniert. Und rechts sehen wir schon das Cut-Modell von diesem Rohr. Wir haben also das Rohr komplett reverse-engineered, ein neues Rohr produzieren lassen und das neue Rohr dann nochmals abgescannt, um zu kontrollieren, ob das dann auch richtig produziert wurde. Und das hat dann auch gepasst. So, jetzt kommen wir dazu, wie dieser Scanner eigentlich überhaupt funktioniert, weil er ist sehr, sehr anders als die gewohnten ATEX-Scanner. Das hier ist also ein klassischer LiDAR-Scanner, der wird auf einem Stativ aufgestellt. Von der Mitte, da ist ein rotierender Spiegel, wird ein Laserstrahl projiziert. Und dieser Laserstrahl tastet Punkt nach Punkt die Oberfläche vom Objekt ab. Und der Scanner dreht sich natürlich auch, das heißt, der kann ganz um sich rundherum scannen. Und wir haben zwei Texturkameras hier, einmal 5 Megapixel, damit die Farbe auch mit aufgenommen wird. Hier haben wir auch das Blickfeld vom Scanner, also 360 Grad um sich herum und 270 in der Vertikale. Das heißt, der Scanner sieht nur nicht unter sich drunter, was aber kein Problem ist, wenn man den Scanner in ein paar Positionen aufstellt, dann ist dieser Bereich auch gedeckt. So, jetzt kurz zu den Zahlen. Maximal bis zu 110 Meter weit weg. Da müssen wir aber in den High Sensitivity Mode. Wir haben aber auch den High Quality Mode. Da können wir bis zu 50 Meter weit weg arbeiten. Und in diesem High-Quality-Mode haben wir eine Genauigkeit von 0,7 mm, jetzt zum Beispiel auf der Distanz von 15 Metern. Das heißt, wenn wir jetzt noch näher rangehen, auf einer Distanz von 4 Metern, würden wir eine Genauigkeit von ungefähr 0,2 mm haben. Im High-Sensitivity-Mode sind diese Zahlen ein bisschen schlechter, aber der High-Sensitivity-Mode erlaubt es einem, größere Distanzen zu decken und Objekte einzuscannen, die sonst schwierig einzuscannen wären. Das heißt, etwas, was jetzt tief schwarz ist oder reflektiv ist und so weiter. Hier ein Beispiel davon, wie man den Scanner in mehreren Positionen aufstellt. Hier wird jetzt ein Gebäude abgescannt. Und hier sehen wir auch Referenzkugeln auf dem Foto. Das sind Kugeln, die eigentlich helfen, die Scans besser zusammenzuführen. Weil man kann in der Software eigentlich die Geometrie von Gebäude benutzen, also ein Best Fit machen. Aber wenn man es ganz genau haben will, dann nimmt man am besten Referenz-Target oder Referenz-Kugeln. Sehen wir dann auch hier. Hier gibt es ganz verschiedene Sorten. Hier gibt es professionelle Referenz-Targets, professionelle Referenz-Kugeln oder so Targets, die man auch wirklich auf Papier drucken kann und auch billigere Kugeln. So, hier ein Beispiel von einem 3D-Scan, der mit dem ATEC Ray gemacht wurde. Das ist jetzt das ATEC-Hauptquartier in Luxemburg, also ein relativ großes Bürogebäude. Hier sehen wir das auch in Farbe, also das Gebäude besteht aus rotem Ziegel. Und hier möchte ich auch erwähnen, die Farbe, die kann als farbiges Point Cloud, weil der Scanner eigentlich ja als Punktewolken scannt, da kann man eine farbige Punktewolke exportieren. Oder man kann ganz klassisch in der ATEX-Software ein Mesh draus machen und dieses Mesh dann mit den Farben, also mit Vertex-Farben, auch exportieren. Und hier sehen wir auch ein Beispiel, wieder dieses Gebäude aus rotem Ziegel, das Schild. Hier sehen wir ganz klar, dass der Scanner die Farbe
mit aufgenommen hat. Und hier noch ein paar visuelle Beispiele von farbigen Punktewolken. Hier links, wenn wir genau hinschauen, sehen wir wirklich, dass es eine Punktewolke ist und dass diese komplett in Farbe ist. Hier möchte ich auch noch kurz erwähnen, dass der Ray in Verbindung mit einem Lasertracker benutzt werden kann. Der Lasertracker, das ist ja an sich kein Scanner, sondern ein Gerät, was einzelne Punkte mit sehr, sehr hoher Genauigkeit abmessen kann. Und was wir da machen können, und das machen auch unsere Kunden, alle, die mit dem Ray im Flugzeugbau arbeiten, die benutzen dieses Workflow. Da wird mit dem Lasertracker werden einzelne Punkte am Flugzeug abgemessen und danach werden diese zur Kontrolle von den Ray-Scan-Daten benutzt. Da bekommt man wirklich sehr, sehr hohe Genauigkeit und man bekommt Traceability, weil man kann wirklich beweisen, dass die Scan-Daten, die man gemacht hat, eine sehr, sehr hohe Genauigkeit haben. Und das erreicht man, indem man in der Software, zum Beispiel Polyworks oder Spatial Analyzer, die Daten vom Ray zusammenführt mit den Daten vom Lasertracker und da eben die ganzen Koordinaten vergleichen kann und auch ganz genau die Fehlercode auslesen kann. So, jetzt kommen wir zum 3D-Scanning-Workflow vom Ray-Scanner. Das werde ich auch gleich kurz vorführen, aber ich erkläre es zuerst. Die erste Etappe ist eine Vorschau. Das heißt, der Scanner macht einen ganz schnellen Scan um sich herum. Der dauert eine Minute. Und dann kann man hier auswählen, welche Bereiche man überhaupt scannen will, respektive man kann den gesamten Bereich auswählen und den dann abscannen. Wenn man Bereiche ausgewählt hat, sieht das dann eigentlich so aus während dem Scannen. Hier wurde zum Beispiel ein Fahrzeug ausgewählt und die einzelnen Referenzkugeln, die um das Fahrzeug und herum aufgestellt waren. Dann kann man natürlich einige Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann man einstellen, wie viele Punkte pro Grad man haben will. Wenn man das dann auf High Density stellt, dann sehen wir auch, dass dann sehr hochauflösende Scans herauskommen. Wenn man dann auf Low Density stellt, geht der Scan viel schneller, aber die Auflösung ist natürlich auch viel geringer, was normal ist. Das ist eigentlich das Ende meiner Präsentation. Jetzt gehen wir über zum Vorzeigen, wie der Ray funktioniert. Also ich werde den einmal laufen lassen. Ich wollte aber noch kurz erwähnen, dass wenn Sie noch Fragen haben sollten zum ARTEC Ray, wenn Sie im Google einfach ARTEC Support Center suchen und dann Ray FAQ, Frequently Asked Questions, wir haben da im ARTEC Support Center einen ganzen Artikel über halt beliebte Fragen, alles, was den Ray so betrifft. So, jetzt mache ich Stop Share und ich gehe über zu ARTEC Studio. So, da wir momentan ja alle auf Homeoffice-Arbeit sind, wegen Coronavirus und so, steht der Scanner hier direkt hinter mir. Der scannt eigentlich in mein Wohnzimmer herein. Hier ist schon ein kompletter Scan, den ich gestern Abend gemacht hatte, von meinem Wohnzimmer. Und so, ich versuche mich mal hier zu drehen, weil die Daten sind sehr, sehr groß. So, ich will eigentlich hier sieht man, wo der Scanner steht, dieser Bereich unter dem Scanner. Und nur um das mal vorzuzeigen, der Scan ist auch komplett in Farbe. So, man sieht, dass der Scanner die Farbe mit aufgenommen hat, bei diesem wirklich riesigen Datensatz. Ich zoome einmal kurz heraus. So, hier sieht man, also der hat wirklich das ganze Zimmer mit aufgenommen, mein Wohnzimmer, das wäre hier, das kleine Büro, wo ich gerade sitze. Und der hat noch zum Fenster herausgescannt und noch einzelne kleine Teile vom Garten mit aufgenommen, da der ja eigentlich bis zu 110 Meter weit geht. So, ich versuche das Zimmer mal noch so zu zeigen. Dann zeige ich aber auch mal, wie das eigentlich funktioniert. Gehe ich auf Scan mit ARTEC Ray. Und ich starte ein Preview. Wie vorhin schon gesagt, das dauert etwa eine Minute. Also der Scanner, der dreht sich jetzt hier hinter meinem Rücken und der macht einen ganz, ganz schnellen Scan, der als Vorschau dient, damit wir unseren Scanbereich auswählen dürfen. So, der scannt gerade.
Und das, was wir hier gerade sehen, das ist eigentlich eine Kontrastkarte. Das heißt, der Scan, der tastet wohl mit dem Laser ab. Das hier ist keine Farbe. Und dann nimmt die Kontrastkarte vom Laser, um uns das alles hier vorzuzeigen. So, Sie sehen, ich sitze hier. Auf der linken Seite sieht man das. Und auf der rechten Seite sieht man das Wohnzimmer. Da das hier ja eigentlich wie eine Weltkarte ist, dass ein 360-Grad-Kugel flach aufgelegt ist. So, in 20 Sekunden wird er mir das, also das Anwählen freischalten. Dann kann ich einige Bereiche auswählen, was ich eigentlich scannen möchte. Gestern hatte ich eben den kompletten Bereich ausgewählt, dass der mir das ganze Zimmer abgescannt hat. Jetzt aber sagen wir, möchte ich einige kleine Bereiche anwählen, zum Beispiel möchte ich diesen Lautsprecher abscannen, so sagen wir so, und dann zum Beispiel das hier. So, nehmen wir an, ich möchte diese zwei Elemente abscannen. Er sagt mir auch, also das hier ist ganz wichtig, das Zielkreuz hier, da sieht man, wie weit entfernt ich vom Scanner bin. Hier bin ich auf 2,46 Metern. Oder die Wand, wenn ich jetzt da ganz da hinten, 9 Meter entfernt vom Scanner. Und wir sehen auch, er zeigt an Distance Between Points, abhängig davon, wie ich hier die Punktedichte einstelle, wird mein Zielkreuz mir auch anzeigen, welche Distanz zwischen den Punkten ich habe. Und hier sehen wir, es waren gerade 2 mm auf maximaler Punktedichte und jetzt haben wir 7,8 mm Distanz zwischen den Punkten. Das heißt, auf dieser Einstellung wird meine Auflösung viel, viel schlechter sein. Kann man aber natürlich hier alles einstellen. Man kann auch die Scan-Distanz begrenzen. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass der zum Fenster herausscannt und Teile des Gartens mit aufnimmt, dann könnte ich das hier begrenzen. Hier haben wir die Sensitivity, haben wir ja kurz drüber gesprochen. Das sind eigentlich der High Quality und High Sensitivity Modus. Also entweder ich möchte sehr, sehr weit wegscannen oder ich möchte Objekte erfassen, die schwer zu erfassen sind. Oder ich scanne auf nicht allzu großen Entfernungen und ich möchte eine sehr, sehr hohe Datenqualität. Das wäre dann hier. Natürlich haben wir die Erkennung von den Checkerboard-Zielmarken und von den Referenzkugeln. Können wir auch hier einschalten. Wir können sogar den Diameter der Referenzkugel einstellen. Das heißt, jegliche Referenzkugeln würden funktionieren. Und wir können die Farbe mit aufnehmen. Das wären so die wichtigsten Sachen, die hier zu erwähnen sind. Und per angewählte Bereiche zeigt er mir hier unten auch an, dieser Scan wird 5 Minuten dauern und der wird 150 Megabyte groß sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Punktedichte heruntersetze, sehen wir plötzlich, dass dieser Scan weniger als 1 Minute dauern wird und nur noch 9 Megabyte groß sein wird. So, also ich könnte eigentlich diesen Scan jetzt starten. Dies ist zwar die minimale Punktedichte, aber Sie haben ja vorhin den großen Scan gesehen vom Wohnzimmer. Der wurde auf maximaler Punktedichte gemacht. Also glaube ich, Sie können sich vorstellen, was dieser Scanner eigentlich so kann. So, und jetzt macht er den Scan von den zwei Elementen, die ich eigentlich angewählt habe. Das dürfte weniger als 1 Minute dauern. Und ich denke, damit würde ich dann eigentlich auch abschließen. Es gibt noch viel, was ich Ihnen über den Ray erzählen könnte, aber ich meine, da könnten wir endlos weitermachen. Das stimmt. So, ja. Dann kann ich wieder übernehmen, wenn es ist dir recht. Okay. Ja, alles klar. Dann würde ich kurz auch wieder meine Bildschirm zeigen. So. Super, danke. So, nochmal an von beide von euch vielen Dank für die tolle Demo von den Handscanners und von den Desktop-Scanner zu den Long-Range-Scanners. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr habt Fragen, ihr könnt es in die Q&A stellen. Und weil wir warten auf die Frage, machen wir einfach eine kurze Zusammenfassung. Bei der ARTEC, wir haben ein großes Produktportfolio, wie gesagt, vom Large Scanning, ja,
zu groß vom Großscanning von beide. Nochmal, das ist der RTEC Avon, das ist die nochmal die Leo, das ist sogar kabellos mit dem Bildschirm da drauf, dass wir sehen wirklich in Echtzeit, was wir scannen. Wir haben das Space Spider für kleine Objekte und dann, wenn wir haben kleine Objekte, nehmen wir immer die Micro. Weiters ist, Scanning ist immer eins, aber wir haben auch immer die passende weiterführende Software. Vom Geomagic Control X, vom Design X, Freeform. Es gibt sogar ein Plugin für SolidWorks und für Wrap auch. Das heißt, Scannen ist eins, aber es kommt auch nochmal darauf an, was ihr möchtet gern mit den Daten machen. Vom Scan, wenn wir scannen, von die RTEC Studio, ganz kurz gesagt, können wir Punktewolke in ein Volumenmodell umwandeln und im Prinzip können wir das gleich drucken. Ja. Aber wenn wir möchten gern weiter Korrektur durchführen, nehmen wir dann weitere Software. Oder wie wir haben in dem Beispiel gesehen, wenn wir möchten gern das Objekt nochmal überprüfen, wir laden es in Control-X oder Full-Step-Datei zu generieren, Flächenrückführung in Design-X. So, daher haben wir auf jeden Fall passende Lösung für eure Applikation. Wenn ihr möchtet gern mehr wissen, fühlt frei, uns zu kontaktieren. Wir können auch eine One-to-One-Session machen. Das haben wir schon bereits mehrmals jetzt gemacht. Ihr könnt uns auch ein Objekt schicken. Wir können es scannen. Wir können das auch zu euch live zeigen auf euer bestimmtes Projekt. So, ich sehe, hier haben wir zwei, drei Fragen. Ja, was für eine Computerleistung brauche ich für die Scanners? Armon, bist du da? Vielleicht kannst du das am besten antworten? Ja, ich übernehme das. Das ist ein bisschen scannerabhängig im Prinzip. RTEC hat aber auf jeden Fall in ihrem auf der Supportseite von RTEC 3D ist ein System Requirement vorhanden. Da gibt RTEC an, welche Rechner auch getestet wurden. Wichtig ist hier oftmals auch die Grafikkarte. Sagen wir, für einen RTEC Spider ist ein Minimum von 8 GB. Wir empfehlen i5 Minimum. So kann man sicher arbeiten. Ist aber so, je besser oder je mehr Leistung, das man hat, desto schneller wird auch gerechnet in der RTEC-Software. Aber sonst, wie gesagt, auf der RTEC-Support-Seite, also my RTEC3D.com, da gibt es ein Help, oben an sich Help Center und dann Support und dann kann man auf die System Requirements gehen. Dann sieht man genau, was man braucht. Aber auch hier auf jeden Fall, wenn Sie sich entscheiden wollen, ein RTEC-Produkt zu kaufen, Sie im Laptop gesehen haben, was Ihnen passen würde, sind wir jederzeit gerne bereit, hier Auskunft zu geben, ob das passt und ob das funktioniert. So weit. Super, danke. Dann sehe ich hier auch nicht nur eine Q&A, sehe ich hier in den Chat auch. Nicht, dass das geht runter. Können auch Fotos eingescannt werden und durch die Software nachträglich zusammengeführt werden in ein 3D-Objekt? Von der Software, von den Scanners muss ich sagen, nein. Außer Armon oder Admin kennt eine andere Software, das kann das machen, aber wir brauchen immer für das 3D-Scanning ein dreidimensionales Objekt, um eine dreidimensionale Datei zu bekommen. Ja. Genau, weil wir können nicht
von einem Foto nur die Tiefe von den Farben reicht uns nicht, um ein dreidimensionales Bild zu erstellen. Wir hätten dann im Prinzip wieder ein zweidimensionales Bild in der Software. Okay. Ja, wie komme ich zu einer Step-Datei? Ja, ich übernehme hier nochmal. Es gibt hier verschiedene Wege. Wir haben hier zwei Software, die so etwas machen können. Also es ist nicht möglich, mit einem ARTEX-Scanner direkt CAD-Dateien zu scannen. Das geht eigentlich nie mit den Scannern. Man muss eine Flächenrückführung machen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die günstigere Möglichkeit mit dem RAP, das einfach die Möglichkeit hat, eine automatische Flächenrückführung zu machen. Oder es gibt die Möglichkeit, ein Design X zu nehmen, wo man dann wirklich auch manuelle Flächenrückführung machen kann, ausmessen kann. Man kann dann Toleranzabgleichungen machen. Das ist im Prinzip wie eine CAD-Software. Und das gibt es auch als Plugin für SolidWorks. Super, danke. Und dann letzte Frage habe ich hier, dass ich sehe, was sind die Preise von den Scanners? Das kann ich antworten. Das kommt auch nochmal drauf an, welche Scanners. Aber wir sprechen hier von 6.700 Euro bis zu 60.000. Zum Beispiel die Space Spider liegt bei den 19.700 Euro. Der Leo ist bei den 22.700 Euro. Die sind die Preise vom Scanner. Wir haben verschiedene Softwarelösungen, klar mit ARTEX Studio. Da haben wir verschiedene Plans. Auch haben wir spezielle Pakete vom Scanner mit auch mit Software. Und klar haben wir immer die Möglichkeit, Training und Installation auch durchzuführen, auch vor Ort bei euch. So, nochmal, wenn es gibt keine weitere Frage, sage ich nochmal herzlichen Dank zuzuhören. Dieses Webinar ist aufgezeichnet und wird später hochgepostet. Und wie gesagt, feel free to reach out. Nochmal vielen, vielen Dank an Amon und Vadmin. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen um die tolle Demos zu machen. Und hier habt ihr unseren Kontakt, so jederzeit reach out. So, vielen Dank und auf Wiederhören. Ja, danke von mir auch und wir vielen Dank von mir auch.